Ja, funktioniert auf jeden Fall. Oh, schickes Kleidchen, mein Lieber. Jacks Tätowierungen sind wunderschön. Bestimmt genauso bunt wie ihre Vergangenheit. Allerdings macht mir ihr geht aber freimütig mit Sexualität um. Ich glaube, sie versteht selbst nicht, warum sie so handelt. Seien Sie einfach vorsichtig, wenn das Gespräch auf persönliche Themen kommt. Ich werde mein Bestes tun, um Sie nicht zu verärgern. Warnen Sie mich, falls Sie versagen, damit ich mich rechtzeitig verstecken kann. Wie auch immer. Was gibt's? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ich musste ganz kurz auf den Desktop, weil aus irgendeinem Grunde OBS die Szene gewechselt hatte und deswegen ist wahrscheinlich gleich vorhin kein Sound mehr zu hören. Aber das weiß ich halt nicht. Aber ja, haben wir schon. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Wie kann ich Ihnen Gibt es helfen? etwas, Sie das ich haben wissen? noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ungelesen nach. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Update über den Jungen von Captain Bailey von der C-Sicherheit. Hey Shepard, wollte Ihnen nur mitteilen, dass es dem Drell-Jungen gut geht. Rechtlich ist alles geklärt und er arbeitet jetzt für mich. Er hilft mir mit dem Abschaum in den Bezirken, damit das Leben für Jungs wie Maus irgendwann mal besser wird. Sicher nicht perfekt, aber was ist schon perfekt? Keine Ahnung, ob ihr Drell und meiner miteinander reden. Ich habe ihm gesagt, dass das Leben zum Schweigen zu kurz ist, aber ich weiß nicht, ob das bei ihm angekommen ist. Viel Glück weiterhin, Bailey. Gott. So, wen haben wir jetzt loyal? Wir haben jetzt Zane loyal. Und Garrus. Garrus hat doch bestimmt was Nettes für uns. Außerdem muss ich sowieso in die mittlere Etage wegen den Quests. Meine liebe Doktorin, Dr. Chakwas. Ich habe Ihren Brandy. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ich habe ein Geschenk für Sie, Frau Doktor. Ceres Ice Brandy? Sie haben wirklich. Danke. Ich habe immer bedauert, die Flasche damals nicht geöffnet zu haben, als ich noch gekonnt hätte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Warum öffnen wir die Flasche nicht hier und jetzt? Nur Sie und ich. Machen Sie die Flasche auf. Ich hole Gläser. Ja, warum nicht, ne? Ich dachte, Alenkos biotische Aktion hätte Jenkins das Kreuz gebrochen. Aber der richtete sich wieder auf und brüllte: Das war großartig! Oh, Jenkins. Soldaten wie er haben die Allianz so besonders gemacht. Bei Cerberus fehlt irgendwie diese Begeisterung. Auf die Männer und Frauen der Allianz. Mögen sie alle ihr Glück finden. Ja, das klingt doch gut. So, hätten wir das nämlich auch geklärt. Eieieiei, und jetzt haben wir auf jeden Fall Medigel-Kapazität. Ach Gott. Der Hey! Commander hat ein beeindruckendes Team zusammengestellt. Ich habe noch nie mit so vielen Aliens gearbeitet. Es ist eine kleine Armee. Wir könnten diese Mission tatsächlich überleben. Eine kleine, starke Armee! Hey, Gardner! Commander, die Lebensmittel von Ihnen waren perfekt. Ich schulde Ihnen was. Ich habe bereits mein berühmtes Calamari Gumbo zubereitet. Hier, probieren Sie mal. Ehrlich gesagt, basiert es auf einem Rezept der Asari. Ich finde es ja ein bisschen kannibalistisch mit den kleinen Tentakelköpfen und so. Aber vom Kochen verstehen die wirklich was. Wie auch immer, nochmals vielen Dank. War wirklich nett von Ihnen. Ja, geil, ne? Alter, Kalamari. Lecker, lecker, lecker. Ich glaube, ich bestelle mir Ende der Woche mal wieder asiatisch. Richtig schön lecker und so. Hey, Garrus! Shepard, brauchen Sie was? Was können Sie mir über die Bewaffnung der Normandy sagen? Die Waffen-Upgrades sind vom Feinsten. Das Ding hat eine enorme Feuerkraft. Vielleicht hätten wir damit sogar eine Chance gegen die Kollektoren.
Haben die Leute von Cerberus Ihnen irgendwelchen Ärger gemacht? Es hat mir ein paar Pluspunkte eingebracht, dass ich Teil des Teams war, das Saren zur Strecke gebracht hat. Und höflich sind sie sowieso alle. Keine Sorge, Commander. Wir arbeiten alle zusammen. Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades bei den Waffensystemen der Normandy sinnvoll wären? Meine aktuellen Upgrades arbeiten einwandfrei. Ich habe mein Bestes gegeben. Hä? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonis danken. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben, ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Glauben Sie wirklich, dass wir auf etwas Schlimmeres als Kollektoren oder Reaper stoßen werden? Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Dann besteht zumindest die geringe Chance, angenehm überrascht zu werden. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das. Nur halt nicht so elegant. Ja. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring. Was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Kind! Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Mhm. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich eben auf vielerlei Art abbauen. Das klingt ja, als würden Sie ganz schön unter Spannung leiden. Hä? Was? Vielleicht könnte ich Ihnen helfen, sie loszuwerden. Ich hätte nicht gedacht, dass Ihnen nach Sparring zumute ist, Commander. Und wenn wir gleich mit der Fortsetzung beginnen? Was? Wir könnten Ihre Reichweite testen. Und meine Gelenkigkeit. Oh, ich hätte nicht... Ich wusste ja nicht, dass Sie eine Schwäche für Männer mit Narben haben. Naja, warum nicht, verdammt? Niemanden in der Galaxie respektiere ich mehr als Sie. Und wir können rausfinden, wie wir es anstellen, damit es funktioniert. Ja, absolut. Bist du betrunken oder ich? What the fuck? Was ist da gerade passiert? Das war nicht das, womit ich gerechnet hatte. Na, aber gut, dann halt nicht, ne? Aber was mich mehr interessiert, ist, dass die Normandy keine Upgrades mehr kriegt. So, hey, Zane. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Sie wirken gar nicht wie ein Attentäter. Sie haben zu viel Zeit mit dem Kampf gegen Schläger verbraucht, die glauben, dass eine individuell bemalte Panzerung Sie zu Profis macht. Die Hana haben meinen Körper für diese Rolle seit meinem 6. Lebensjahr trainiert. Sie töten schon seit Sie 6 sind? Natürlich nicht. Meinen ersten Mord habe ich erst mit 12 begangen. Sie haben mich ausgebildet. Ich war für Sie kein Wegwerfprodukt, sondern eine Investition. Sie waren ein Kind, keine Investition. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich genoss Ihre Wertschätzung, hauptsächlich als Ressource der Stimme, aber auch als Person. Sie haben es bedauert, dass Sie mich brauchten. Tatsächlich. Na, übertrieben höflich, verehren die Proteane? Sieht Ihnen gar nicht ähnlich, dass Sie Attentäter ausbilden. Jede Spezies bildet Attentäter aus. Das Ungewöhnliche an den Hana ist nur, dass sie andere Spezies brauchen, die für sie morden. Sie haben einen starken Griff und natürliche Toxine.
aber haben Sie schon mal einen gesehen, der sich außerhalb des Wassers schnell bewegt oder eine Waffe abfeuert? Das stimmt. Warum waren Ihre Eltern damit einverstanden? Die Vereinbarung wurde im Rahmen des Paktes getroffen. Es war eine Ehre für unsere Familie. Des Paktes? Wir leben auf der Heimatwelt der Anna, weil sie uns, einige von uns, vor der Auslöschung gerettet haben. Wir schulden ihnen unser Leben. Das ist der Pakt. Was genau sind die Bedingungen des Paktes? Die Anna können vieles nicht selbst tun, nicht mal mit mechanischen Hilfen. Dann bitten sie die Drell um Unterstützung. Das kann nicht legal sein. Sie haben ihre ganze Spezies zu Sklaven gemacht. Beleidigen Sie mich nicht, Shepard. Jeder kann sich den Dienst verweigern, aber nur wenige tun es. Wir verdanken unsere Existenz den Hana und sind stolz darauf, unsere Schuld zurückzuzahlen. Bei Ihnen klingt das so, als wären die Hana Schwächlinge. Hier draußen sind sie das auch. Aber wenn Sie sie im Allumfassenden, den Ozeanen auf Kajay sehen könnten, würden Sie anders denken. Ein Silberstrom in der Dunkelheit schlägt Kreise, schießt dahin. So schnell, dass das Auge nicht mehr folgen kann. Ein Lachen wie das Quieken eines Kindes lässt das Wasser vibrieren. Sie fliegen über das Schwarz des Meeresbodens dahin wie Vögel. Mit einem Federkleid aus Himmelslicht. Warum stand Ihre Spezies vor der Auslöschung? Überbevölkerung. Das klingt für Sie bestimmt banal. Die Menschen haben den Masseneffektantrieb erfunden, bevor das Problem bei Ihnen akut wurde. Unsere Heimatwelt Rakana hatte nur wenige Ressourcen. Wir hatten noch nicht mal die Fusionsenergie entwickelt, als der Boden wegen Überbeanspruchung und Verschmutzung unfruchtbar wurde. Die Hana haben uns vor 100 Jahren gefunden. Sie haben hunderte von Schiffen geschickt und tausende von uns evakuiert. Milliarden mussten zurückgelassen werden. Wie ist die Lage auf Rakana heute? Lesen Sie Werke von Philosophen, von Thomas Hobbes zum Beispiel. Wenn die gesamte Welt übervölkert ist, bleibt als letzter Ausweg nur der Krieg, der jedermann eine Lösung beschert. Sei es durch Sieg, sei es durch Tod. Als Rakana starb, haben meine Leute sich gegenseitig abgeschlachtet für einen Mund voll Wasser, einen Bissen Nahrung. Nicht besonders nett. Das könnte hier ja auch passieren, irgendwann mal. Aber sie töten nicht mehr für die Hana. Sie sind selbstständig. Weshalb die Veränderung? Ich habe lange Zeit geschlafen und gar nicht darauf geachtet, was von meinem Körper verlangt wurde. Aber dann... Der Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Und wenn ich den Finger krümme, stirbt er. Dann der Geruch von Gewürzen im Frühlingswind. Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs im Visier. Voller Trotz. Der Laser tanzt davon. Tut mir leid. Drell versinken sehr schnell in Erinnerungen. War das eines Ihrer Attentate? Ja. Wir besprechen das besser später. Ich habe schon zu viel von Ihrer Zeit verschwendet. Ja, okay, dann... Gehe ich jetzt mal wieder nach oben und möchte mir mal ganz kurz die Upgrades angucken, weil irgendwie stimmt da was nicht. Ja, mit erstmal Panzerung. Medigel. Panzerung. Tech-Schaden. Waffen-Upgrades. Haben wir immer noch das? Wisst ihr, bevor wir das machen, werde ich mal ganz kurz aufs Klo gehen und mir was zu essen machen, weil das ist schon irgendwie wieder 6 Uhr morgens. Nein, Quatsch. Es ist eigentlich 9:30. Halb zehn? Ist das jetzt schon wieder 9:30? Ja, 9:45. Ich bräuchte dringend mal was zu essen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt wollen wir mal kurz mal die Upgrades untersuchen. Argus Scanner Gitter. Scan Planeten. Redundanter Feld, Notfallschilder? Achso, für meine. Über Upgrades. Ja, interessiert mich jetzt relativ wenig. Gehärtete Schilde ist auch für meine Panzerung. Kanone Sarnix. Die haben wir schon? Okay. MP. Multikernschild, das haben wir auch schon? Also im Endeffekt, wir haben auch die schwere Panzerung schon? Echt? Wann habe ich das denn gemacht? Ja, gut, dann haben wir dafür alles. So.
Also die Norman, die ist perfekt ausgerüstet, besser geht's nicht. Dann... kurz mal zurück nach Witwe. Auftanken, Sonden kaufen. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Kein Problem. So, und zum Massenportal. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir denn als nächstes machen. Valhalla. Ja. Also hier haben wir die Kroganer. Können wir direkt hin. Dr. Kenson. Das ist Arrival. Das, hier ist das DLC Arrival. Okay. Ja, passt. Uff, dann machen wir mal Jack. Und machen da hinten mal den Feuergänger-Quatsch. Damit wir das nämlich auch fertig haben. Pragia, Hallöchen! Jetzt brauchen wir nämlich eigentlich auch keine Ressourcen mehr wirklich, außer halt für die Panzerung und für meine Waffen und alles. Weil wir haben ja die großen Upgrades für das Schiff schon. So, Jack, und wen nehmen wir da noch mit? Kazumi, was hat die überhaupt als Outfit? Oh, schön. Grunt hat noch kein neues Outfit. Du hast... ja, die gefällt mir. Die bleibt so. Ja, ich finde die dunklere sowieso besser. Ja, bleib mal so. Du hast... hell? Machen wir mal so. Mordin? Ja, pass auf. Wir nehmen mal Garrus mit. So, ich habe jetzt wieder 3 Gruppenpunkte. Das heißt, ich könnte die Disruptor-Munition mal erhöhen. Garrus hat 4 und haut damit auch voll auf die Überlastung rein. So, entweder voll in Overkill oder Impulsreichweite. Ich nehme verbessert für Einzelziele. Und Jack hier. So, Garrus hat das Mattock und das Viper. Ich wechsle mal auf das Revenant und will mal gucken, ob ich da nicht irgendwie mehr Munition habe. Weil irgendwie kam jetzt mit dem Mattock vor allem vorhin so wenig vor. Du kannst gerne beim Mattock bleiben. Du kriegst die... ja, die da, die ist ganz nett und ja, Phalanx ist okay. Und weiter. Ich hatte vergessen, wie sehr ich diesen Ort hasse. Sehen Sie den Landeplatz? Er muss auf dem Dach sein, sonst würde die Vegetation ihn in wenigen Stunden überwuchern. Shepard, ich fange überall thermische Signaturen auf, nur nicht in Ihrer Landezone. Etwas stört die Sensoren. Das war eine geheime Cerberus-Anlage. Ja, sie haben alles so gebaut, dass es ewig hält. Arschlöcher! Es war ein Fehler, hierher zurückzukommen, Shepard. Reißen Sie sich zusammen. Kommt schon alles in Ordnung. Mir geht's gut. Okay, gehen wir runter. Oh, nettes Plätzchen. Schön viel Sonne. Ja, ich habe deutlich mehr Munition. Lassen Sie uns einfach reingehen und die Bombe in meiner Zelle legen. Ich will das alles hier in Flammen sehen. Ja, beruhig dich, Kind. Ich will auch ein mächtiges Badabums machen. Ach, da hinten. Ich habe diesen Raum nie gesehen. In diesen Containern.
Neuzugänge hergebracht haben. Sie waren fertig und kurz vorm Verhungern. Aber am Leben. Meistens. Das ist unfassbar. So, fertig gehackt. I'm a Pro-Hacker. 3000 Creds. Ja, warum nicht, ne? Alles vergammelt. Der Unbekannte verlangt jetzt wieder Operationsprotokolle. Er wird misstrauisch. Wenn wir Resultate haben, wird ihm egal sein, wie sie zustande kamen. Aber wenn er wüsste... Er wird's nicht rausfinden. Diese Anlage ist anscheinend abtrünnig geworden. Er hat nicht gesagt, was sie vor dem Unbekannten verbergen. Stimmt. Ich erinnere mich, dass ich in diesen Raum geflogen bin. Das kam von Kant. Durch die Spalten in der Decke konnte ich das Sonnenlicht sehen. Zwischen mir und der Freiheit stand nur ein halbtoter Wachmann. Er hat um sein Leben gebettelt. Ja, hätte ich auch, ehrlich gesagt. So, hier runter. Alles nicht so intakt. So, wieder 3000 Credits. Mit dem Umgehen, das geht halt relativ einfach, weil man ja auch irgendwie... Ich kann hier nicht hoch, okay. Auch irgendwie sieht, wo die Dinger sind, wenn... Das sind ja Platinen, die haben nur, die können nur einen Weg, keinen komplizierten gehen. Ja gut, okay. So, hätten wir das auch geklärt. Sieht aus wie eine Arena. Stimmt. Sie haben hier Kämpfe organisiert. Ich gegen andere Kinder. Ich fand's toll. Bin ja sonst nie aus meiner Zelle rausgekommen. Was wollten Sie denn herausfinden? Kein Schimmer. Vielleicht hat es Ihnen einen Kick gegeben. Ich habe nie etwas von dem verstanden, was hier abgelaufen ist. Wie oft haben die das gemacht? Ich war mein ganzes Leben lang in einer Zelle. Manchmal haben sie mich rausgeholt und mich kämpfen lassen. Mich mit Drogen vollgepumpt. Andere Sachen mit mir angestellt. Zeit vergeht in einer Zelle ganz anders. Sind andere Kinder bei diesen Kämpfen gestorben? Ich war selbst ein Kind und stand unter Drogen. Wenn ich gezögert habe, wurden mir Elektroschocks verpasst. Durch meine Venen flossen Drogen, als ich angegriffen habe. Wurden Sie wirklich belohnt, wenn Sie angegriffen haben? Ich habe bei jedem Kampf noch heute dieses warme Gefühl. Was zum Teufel war nur los mit diesen Leuten? Ich weiß nicht. Ist jetzt auch egal. Gehen wir weiter. Echt? Ja, verdammt. Abartig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das sind kranke Ficker. Sicherheitsoffizier Semkel, Anlage Telte. Die Subjekte sind aus ihren Zellen entkommen und zerlegen alles. Subjekt Zero wird entkommen. Ich brauche die Genehmigung zur Terminierung. Ich wiederhole. Genehmigung zur Terminierung. Alle Subjekte außer Zero sind entbehrlich. Halten Sie Jack am Leben. Verstanden. Ich beginne mit... So war's nicht. Ich bin ausgebrochen, als meine Wachen verschwunden sind. Ich habe den Aufstand ausgelöst. Vermutlich ist einiges passiert, das Sie gar nicht mitbekommen haben. Die anderen Kinder haben mich angegriffen, die Wachen haben mich angegriffen, die automatischen Systeme haben mich angegriffen. Da bleibt nicht viel Raum für Interpretationen. Mein Gott, sei nicht so pissig, ey. Dieser Ort sollte eigentlich verlassen sein. Wer zum Teufel hat den Varen erschossen? Er ist noch frisch. Das dachte ich mir auch gerade.
Raffineriertes Element Zero. 500, ja, okay. Nehmen wir aber mit. Nehmen wir gerne. Wir nehmen es an. Okay. So. Alles verlassen hier. Ein PDA. Sieht mir sehr nach Kampf aus. Ah! Garrus, was hast du getan? Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. So, so viel was auch da sind noch mehr. Dieses blöde Bloodpack, ey. Wozu brauchen Sie eine Leichenhalle? Es war eine kleine Anlage. Ich würde sagen, ein kranker Mistkerl hat bei diesen Experimenten viele Kinder getötet und dann seine Arbeit überprüft. Blödsinn. Mir ging's am schlechtesten und ich bin lebend rausgekommen. Mann, geht die mir auf den Sack. Mi, mich haben sie am schlimmsten behandelt. Mi, bla bla. Das wäre sogar richtig gewesen. Naja, passiert. Schon seltsam, wieder hier zu sein. Ich bin stinksauer. Ein saugefährliches Miststück. Aber gleichzeitig bin ich auch ein kleines Mädchen. Scheiße, es ist so kompliziert. Legen wir einfach die Bombe. Menschsein ist nun mal kompliziert, Frau. Wir wurden entdeckt. Deine Panzerung wird dir nichts nützen, Bitch. Ja, so. Sie haben hier Kinder aufwachsen lassen? Ja. Allein dafür würde ich sie töten. Aber sie sind ja schon tot. Ne, Jack? Du saugefährliches Miststück. Was hat die überhaupt an Fähigkeiten? Zugfeld und Schockwelle, okay. Das ist ein halbdurchlässiger Spiegel? Meine Zelle ist auf der anderen Seite. Ich konnte die anderen Kinder hier draußen sehen. Ich habe sie stundenlang angeschrien. Aber sie haben mich immer ignoriert. Und sogar aus Panzerglas. So, ein Medkit bitte für mich. Einmal einen richtig lecker Med. So. Was bei meinem Ausbruch durchgekommen sein. Ich erinnere mich nicht daran. Das ist ein schrecklicher Ort. Ja, danke. Das haben wir mittlerweile auch festgestellt. So, Energiezellen für Munition und schwere Waffen. Eintrag 1054, Anlage Telte. Die letzte Versuchsreihe von Perk Nim war ein Misserfolg. Subjekte 1, 4 und 6 verstorben. Keine biotische Veränderung bei den Überlebenden. Wir haben die Kerntemperatur der überlebenden Subjekte reduziert, aber es gab keine relevanten biotischen Reaktionen. Alle Subjekte sind daran gestorben. Wir werden das also bei Zero nicht versuchen. Hoffentlich ist unser Vorrat an potenziell biotischen Subjekten groß genug. Wir verbrauchen sie ziemlich schnell. Das ist Quatsch. Die haben doch nicht Experimente an anderen Kindern durchgeführt, damit mir nichts passiert. Sie können nichts dafür, was die anderen angetan haben. Sie kapieren es nicht, Shepard. Ich habe diesen Ort überlebt, weil ich härter war als die anderen. Das macht mich aus. Klar. Das alles wird sie härter und stärker machen.
Natürlich hast du das. So, der Lead-Hack hat wieder zugeschlagen. Damit lässt sich was anfangen. Biotischer Schaden, warum nicht, ne? Alles ist verloren. Die Subjekte sind wild geworden und Zero ist frei. Wir schaffen Telten ab. Es ist eine Katastrophe. Wir werden das Ascension-Programm der Allianz infiltrieren und uns ranhängen. Dadurch wird hoffentlich... Wir sind... Zero, warten Sie! Shepard, Sie haben irgendwo anders wieder angefangen. Ascension ist ein Programm der Allianz, eine Schule für biotische Kinder. Dort werden keine Kinder gefoltert. Vieles hier ist anders, als ich es im Gedächtnis habe. Es war damals sehr viel los. Ich war dumm. Jetzt halte ich meine Augen offen und schieße immer zuerst. Wir nähern uns meiner Zelle, dem Ort, wo ich herkomme. Gehen wir weiter. Du, nach deiner Mission kriegst du erstmal andere Sachen an. Was ist denn das überhaupt? Mann, zieh dir mal was an, Frau. Ja, die Eindringlinge sind hier. Wenn wir sie umnieten sollen, müssen wir über Kohle reden. Sie haben uns jede Menge Plündergut versprochen. Aber hier gibt es nur Müll. Also schön, wir schalten sie aus. Danach komme ich zu Ihnen und wir reden über die Bezahlung. Was machen Sie hier? Erstmal legen wir sie um, dann sehen wir weiter. Sie haben uns gesehen. Mehr Männer und mehr Feuerkraft. Mehr Männer, ja. Feuerkraft, Scheiß Schrufflinte, Alter. Der einzig verbliebene Raum ist meine alte Zelle. Wer immer dieser Arish ist, dort muss er sein. Dem stimme ich zu. So dort platzieren. Dann kann ich es gleich auf seiner Leiche tun. Gut, das macht Sinn. Ich glaube, das ist tatsächlich schon mein erweiterter Spielstand, wo ich Mass Effect schon mal durchgespielt habe. Aber irgendwie kommt mir das alles sehr komisch vor, was das angeht. Naja, passiert. Munition. Hey, Arish. Rauskommen. Wir wissen, dass sie da sind. Wer sind Sie? Mein Name ist Arish und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero. So viele Jahre sind vergangen und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Sie waren die Frage und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Sie sind wohl nicht die Einzige, die es hierher zurückgezogen hat, Jack. Ich wollte alles vergessen. Aber ein Ort wie dieser, der vergisst einen nicht. Er folgt einem überall hin.
Ich habe die Söldner angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder instand. Ich werde herausfinden, was sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage Teltin wieder in Betrieb. Sie wird wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlage benutzt? Dieser Ort war das reinste Gefängnis. Wie sind Sie rausgekommen? Als Sie uns eines Tages zum Labor brachten, haben wir alle gleichzeitig angegriffen. Sie hätten uns besiegt, aber dann ist Jack freigekommen. Als ich wieder zu mir kam, war alles vorbei. Alle Wachen, Wissenschaftler und Kinder waren tot. Und Sie waren fort. Ich habe das alles gestoppt. Vielleicht ging es den anderen dadurch schlecht, aber was Sie tun, ist einfach nur krank. Alles, was wir durchgemacht haben, muss doch irgendeinen Sinn bekommen. Sie machen dasselbe mit neuen Kindern? Wurde Ihnen das nicht auch aufgezwungen? Einige wurden von armen Familien auf der Erde gekauft oder aus den Kolonien entführt. Die meisten kamen auf dem gleichen Weg hierher wie ich. Batarianische Piraten. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Dafür müssen Sie gute Gründe gehabt haben. Kein Grund ist gut genug. Sind Sie verrückt? Sie haben es doch durchlebt. Wir können das alles sprengen, aber was wird aus ihm? Was machen wir mit einer zweiten Jack? Ganz einfach. Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen Sie es. Jack, er ist in seiner Vergangenheit gefangen. Sie müssen sich von der Ihren lösen. Er will die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Er muss sterben. Er ist verrückt und wird diese Anlage nie in Betrieb nehmen. Sie müssen endlich loslassen. Ihre Vergangenheit muss nicht die Kontrolle über Sie haben. Scheiße! Verschwinden Sie von hier! Los! Dass er es einfach so mit sich machen lässt, total verrückt und so. Es ist nicht wert, dass man ihm nachjagt. Nichts hier ist das wert. Sie haben das Richtige getan, Jack. Mag sein. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Nur zu. Nichts hat sich verändert. Und doch ist alles völlig anders. Ich dachte, der Raum da draußen sei der Rest der Welt. Ich habe dagegen geschlagen und geschrien. Hat aber nie was geholfen. Ja, weil niemand dich gehört hat. Manchmal träume ich, dass ich wieder in diesem Bett liege und gefoltert werde. Ich habe die Laken um meine Handgelenke gebunden und versucht, sie abzureißen. Ich will nicht mehr hierher zurück. Ja, dann lass es doch. Ich habe alles Mögliche mit diesem Tisch gemacht. Er war mein bester Freund. Ich bin drunter gekrochen, um zu weinen. Wie erbärmlich. Du warst ein Kind, meine Fresse, ey. Ey, dass ich... Gut, dass ich nie wieder was mit dir machen muss, wenn du irgendwie auf die Idee kommst, bei mir auf dem Schiff was zu tun. Mann! Sehen Sie die Spuren an der Wand da? Dort habe ich meinen ersten Mann getötet. Eine der Wachen wollte mich aufhalten. Stattdessen habe ich ihn aufgehalten. Okay, Schluss mit den Erinnerungen. Sprengen wir den Laden in die Hölle. Ja, bitte. Das ist echt ein mächtiges Badabums gewesen. So, Erfahrung 750, einen Gruppenpunkt. Zerstörung der Anlage auf Prag. Ja, bestätigt. Besorgt, ob früheres Säuberungsteam wirklich alle Daten vernichtet hat. Überlebende Wissenschaftler in der Anlage bereits tot. Entweder als Folge des Aufstands oder der Abschaltung der Anlage. Jack sollte jetzt keine emotionalen Probleme mehr haben, die sie von der Mission ablenken. Kraft von Jack freigeschaltet. Die Warp-Munition. Wandelt absorbierte biotische Energie in erhöhten Schaden gegen Gesundheit, Panzerung und biotische Barrieren um. Jack bekommt neues Outfit. Gut, biotischer Schaden. Nice. 15.000 von Cerberus, 12.000 gefunden. Element Zero 500 und Bericht schließen. Ja, damit hätten wir Jack auch loyal gemacht und... Oh.
Meinungsverschiedenheit. Würden Sie bitte eingreifen, bevor die beiden das Schiff zerlegen? Ich kümmere mich darum. Machen Sie ein paar Fotos. Ach ja. Wenn Sie mich anfassen, verteile ich Sie auf der Wand, Schlampe! Es reicht. Schluss jetzt. Alle beide. Der Cheerleader gibt nicht zu, dass Cerberus' Experimente an mir falsch waren. Das war nicht Cerberus. Nicht wirklich. Aber das mit Ihnen war ganz klar ein Fehler. Lecken Sie mich! Sie haben doch keine Ahnung, was Sie mit mir gemacht haben. Vielleicht sollte ich es Ihnen mal zeigen. Jetzt hatte ich gerade echt Panik, dass ich... Also die beiden hier sorgen dafür, dass... dass einer von denen nicht loyal ist, dass die beiden nichts dazu tun können. Aber das hier... Unsere Mission ist zu wichtig, um sie von persönlichen Gefühlen gefährden zu lassen. Ich scheiß auf Gefühle, ich will sie einfach nur tot sehen! Sie wissen beide, was wir vor uns haben. Sparen Sie sich Ihre Wut für die Kollektoren auf. Ich kann unsere Differenzen beiseite legen, bis die Mission erledigt ist. Sicher? Ich leiste meinen Beitrag. Wäre doch schade, wenn sie stirbt, bevor ich sie selbst filetieren kann. Kommen Sie beide jetzt klar? Es ist gut, dass Sie rechtzeitig vorbeigekommen sind. Solange sie ihren Job macht, ist alles in Ordnung. Danke, Shepard. For fuck's sake, ey. Das kriege ich jedes Mal die Krise bei sowas, bei diesen großen Entscheidungen. Was? Achso. Das ist ein Video. Also die rechten beiden Entscheidungen, da wäre eine von beiden nicht loyal gewesen. Aber bei der anderen... Geht's halt.